Wir stehen gerade im Bereich des Vorgeheges und bewegen uns jetzt Richtung Stallinneres. Hier befinden wir uns in dem großen Stallbereich, der durch zwei Schiebetorelemente, die später elektrisch betrieben werden, aufgeteilt werden kann. Da würde ich Ihnen gerne mal unsere Sonderkonstruktion präsentieren. Ich simuliere jetzt mal die Geschwindigkeit. Circa 10 Sekunden benötigt das Tor, um sich elektrisch zu schließen. Wichtig ist, dass es relativ geräuschlos funktioniert, damit die Tiere sich nicht erschrecken, und fahre hinten in unsere U-Schiene rein. In diesem abgefetteten Stallbereich können sich Mutterkühe und Kälber aufhalten. Zukünftig sollen unsere Wiesente konditioniert werden und müssen über das Vorgehege durch den Balkon in das Stallinnere und müssen einen bestimmten Weg gehen. Durch den geplanten Treibgang rechts rum. Und vorne wieder auf die Vorgehegefläche raus. Der Treibgang dient dazu, dass man später die Tiere dort über einzelne Schiebeelemente festsetzen kann, damit der Tierarzt die Möglichkeit hat, das Tier auch von allen Seiten betrachten zu können, nach Verletzungen zu gucken, zu untersuchen. Hier kann man ganz gut sehen, hier findet sich ein abgeschlossener Stallbereich, der zukünftig den jungen Kälbern dienen soll, damit sie vor den ausgewachsenen Tieren flüchten können. Man sieht anhand der Öffnung, dass wir in unterschiedlichen Höhen Rohre reinschieben können und die quasi der Größe des Tieres anpassen können, sodass keine Gefahr für die Jungtiere besteht. Das Stallgebäude ist statisch komplett durchgerechnet. Das hat den Hintergrund, dass die Tiere sehr gefährlich sind, und auch aus Sicherheitsgründen für das Tier und auch für unsere Mitarbeiter wurden alle Sonderanfertigungen statisch berechnet. Die Stützen wurden in Betonsockel eingegossen, damit bei der Wucht des Tieres auch die Sicherheit gewährleistet ist.